Frei über seine Gefühle reden, das fällt vielen schwer, auch und offenbar oft jungen Männern. In einem sogenannten Burschencafé in der Brigittenau ist genau das möglich. Und gleichzeitig kann man dort mehr über Gleichberechtigung lernen. Angesprochen werden sollen vor allem junge Männer mit Migrationsbiografie. Barabari, das ist das persische Wort für Gleichberechtigung. So heißt auch das Wiener Burschencafé im 20. Bezirk. Dort wird gemeinsam gekocht, gespielt und auch über geschlechtsspezifische Themen gesprochen. Kommen darf jeder. Der Fokus liegt aber auf jungen Männern mit Migrationsbiografie. Unsere Zielgruppe ist Geflüchtete. Die Geflüchtete, die im Krieg geboren und aufgewachsen und einen schweren Fluchtweg gelebt haben und hierher geschafft und da in eine neue Gesellschaft, in eine neue Kultur viel mehr Aufklärung, viel mehr kulturelle Austausch brauchen, einen offenen Raum brauchen, wo sich offen darüber äußern und die Emotionen offen äußern und miteinander, untereinander ins Kontakt kommen, so Männlichkeit zu diskutieren. Besonders die Themen Liebe, Beziehung und Sexualität werden im Burschencafé besprochen, weil es oft kulturelle Unterschiede gibt. In meinem Land ist, wie kann ich sagen, das ist ein bisschen schwierig, aber hier, ich habe gelernt, wir sind gleich, gibt es keinen Unterschied, ob du Frau bist oder eine Junge bist. Unterstützend werden im Burschencafé auch Info-Workshops veranstaltet, so wie bei unserem Besuch. Da ist das Thema das Hinterfragen von Geschlechterstereotypen. Was heißt es, ein Mann zu sein? Welchen Druck hat man? Man hat als Mann natürlich auch Privilegien, leider. Ja. Und was kosten diese Privilegien den Männern und den Burschen zum Beispiel, wenn man sich immer hart sein muss, wenn man versucht, alles alleine zu schaffen? So kommt dann auch das Thema psychische Gesundheit zur Sprache. Den jungen Männern wird gezeigt, wo sie zusätzlich Unterstützung finden. Die Arbeit mit den Besuchern läuft fast nebenbei. Den Burschen ist das Zusammensein wichtig. Ich habe viele Freunde gefunden. Hier alles meine Freunde. Das ist sehr cool, also dass die alle Leute hier kommen und zusammen also kommunizieren, also etwas lernen. Organisiert wird das Burschencafé vom Verein Neuer Start. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Treffen finden meist einmal in der Woche am Wochenende abends statt.